Super Mario Brothers. Gut, dann geht's weiter bei New Super Mario Bros. Wie ich hoffe, das Video wird nicht gleich asynchron, weil ich so lange aufnehme, das wäre enttäuschend. Da muss ich das wieder synchronisieren, da muss ich mal aufschreiben. Nicht nach einer Stunde ist es. Na, das schreibe ich mir jetzt nicht auf. Oh, das Level, ich schreibe mir doch auf. Synchron nach einer Stunde? Fragezeichen. Das Level ist nämlich so asozial, da wollte ich mir erstmal eine ganz kurze Verschnaufpause gönnen. Weil das ist echt nicht ohne, weil hier die Lava, ihr seht, wenn man sie einmal berührt, ist man selbstverständlich tot. Das wissen wir schon aus Erfahrung. Also leider auch aus Eigenerfahrung. Nicht nur aus Mythen und Sagen, ist die Frage, wird die Feuerblume verbrannt? Ja, ihr seid liebevoll, liebe Entwickler. Höh. Oh fuck. Oh fuck, das war gerade eben großartig gerettet. Oh fuck, ey, das ist ja. Das Level ist ja noch gestört, als ich bisher angenommen hatte, vor allem die Starcoin hier. Und hoch. Und drüber. Und da ist sicherlich irgendwo mal unten in der Lava eine versteckt, so. Also richtig dreist. Also die gerade eben war ja schon nicht ohne, die konnte man sehen, also eine, die man nicht sieht, die man nur sieht, wenn da die Lava jetzt in dem Moment gerade mal Pause macht. Das ist natürlich mit den 100.000 Gegnern, finde ich auch nicht gerade so nett. Und dass ich jetzt gerade nicht springen konnte für eine Sekunde, war auch suboptimal. Aber hier sieht man mal, wie es durch die Wand geht. Ja, jetzt kommt hier die heulige Scheiße, also die, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, am Dampfen, versteht er, am Dampfen. Und hier unten diese Starcoin, wie holt man die? Ich finde die nämlich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, ich weiß, wie man das machen soll. Das macht man einfach. Ja, das ist einfach. Die ist einfach, ja genau. Trotzdem aufpassen, weil ich weiß nicht genau, wie die Hitbox dieser Lava ist. Ich vermute, sie wird extrem asozial sein. Also da muss man sich nicht verkünsteln, wie es einige andere Leute gemacht haben. Da könnte natürlich jetzt hier unten die nächste Darkhold sein, aber ich glaube, es ist einfach nur eine Falle. Genauso wie hier drinnen was sein könnte. Aber ich glaube, ich tue hier schon wieder zu viel spekulieren. Jetzt möchte ich natürlich die Eisblume nicht schon wieder in die Lava verlieren. Das finde ich sehr ungeschickt. Oh, ich dachte, da würde ich runter. Ja, hier ist so. Was willst du hier? Du hast hier mal gar nichts verloren jetzt. Tschüss. Hau ab. Aha, jetzt hat es hier gerade mal Bock, einfach eine Runde runter zu gehen. Hier können natürlich jetzt überall eine Starcoin sein, das ist klar. Ich glaube, nämlich auch in Erinnerung zu haben, dass hier irgendwie was war. In die Richtung. Aha, aha, aha. Ah, die Münzen waren nur so random. Fuck. Und warum sollte ich hier runter diese paar Münzen holen? Das hier schon eher. Das ist ja gestört, Alter. Da kann man das nicht mal gerade eben Abhilfe schaffen. Soll ich das jetzt holen? Okay, einen Versuch geben wir, wenn wir sterben, sterben wir halt. Und dieser Feuermensch hier, der tut das nicht gerade begünstigen für mich. Ich geh erstmal auf Distanz zu dem. Ach komm, hau ab. Beeil dich ein bisschen, weil ich habe keine Lust, dass der wiederkommt, bevor ich hier fertig gearbeitet habe. Oh Gott. Jetzt hätte ich wirklich das Level doch gern schaffen. Nicht durch den sterben. Das wird's. Einfach nur bitter. Einfach nur bitter. Jump. Nein. Fuck. Ach, das ist aber auch ein kleiner Wichser, der Typ da, weil der langweilt. Das ist wieder sowas, was ich meine, das ist dann unnötig. Das Level ist schon so schwer genug, und dann kommt der noch und meint, ja, ich muss ihn noch ein bisschen schwerer machen, ne? Und ich denke mir einfach, nein, lass es doch bleiben. Wir sind gerade wieder bei ein paar neuen Part, gell, also. Wollte mich gerade wieder gucken, wie lange ist der letzte Part, aber nein. Das Problem ist hier auf der einen Seite eben die Lava, dass es sich nicht wirklich lohnt, einen Pilz zu nehmen. Auf der anderen Seite eben doch wegen diesem unnötigen Feuerteil da. Das ist echt unnötig. Hier wirklich immer auf etwas Abstand zur Lava gehen. Vor allem hier unten ist das schon sehr tricky manchmal, wenn man sich sehr langsam fortbewegen muss, was man eigentlich nicht gewohnt ist hier. Eine langsame Fortbewegung also. So, jetzt hier etwas zügiger vielleicht dran. Boah, ey. Hört doch mal auf. So, hier hoch. Jetzt kommt dieses Vieh da wieder, gell? Und dann möchte ich aber erstmal ganz kurz ownen gehen. Oh, das hat's ja gebracht, den zu ownen, ey. Das wäre glorreich.
Okay, hier gibt es aber auf jeden Fall keine Stark und asozial in der Lava. Das wissen wir nun. Und er ist nicht gesprungen. Holy crap, das war gerade wieder Situation, wo ich mir denke, unnötig. Ich bin doch eine Zange. So, hier, das holen wir jetzt aber gleich. Unmittelbar. Ah, der Typ, der kommt wieder. Ich will nicht, dass der wiederkommt. Okay. Das war gar nicht schlecht. Bis jetzt und rüber. Komm, geschafft mit 3 Starcoins. Das wäre epic. Bitte jetzt nicht noch irgendwas Asoziales wie irgendwelche Meteoriten. Nein. You did not. Schnell. Mario, beeil dich. Bevor der Vulkan da hinten noch auf irgendwelche dummen Gedanken kommt. Und meint, ich muss jetzt irgendwas Zeug spucken. Nein, musst du nicht. Danke. So. Dann können wir jetzt hier auch schon zum Castle kommen, hoffe ich doch. Aber diese Overworld-Gegner könnten uns vorher noch aufhalten. Und deswegen möchte ich natürlich vorbereitet sein. Wenn hier ist ein Overworld-Gegner, wer man das glaubt oder nicht. Ich würde aber gerne eigentlich mal zeigen. Komm, kämpfen wir gegen einen Mario. Ich würde es zumindest mal gern zeigen. Weil das habe ich bis jetzt in jeder Welt gemacht, dann möchte ich das nicht in Welt 8 auslassen, weil ich gerade keinen Bock auf die habe. Das hier ist doch noch relativ human, wie das aussieht. Ja, genau. Okay, naja. Ein Treffer macht nichts. Wenn ich klein gewesen wäre, wäre das scheiße gewesen, aber so ist das in Ordnung. Da-da-da-da-dam. Ich tue mir jetzt trotzdem. Ich gebe mir jetzt hier trotzdem einen kleinen Pilz, weil ich weiß ja nie. Ich versuche das jetzt halt zu timen, dass ich darüber komme, ohne getroffen zu werden. Aber ihr wisst ja, wenn ich das versuche zu timen, dann wird das selten was. Ja, genau, ist also klar. Okay, dann sehen wir jetzt noch die zweite, aber. Ja, die Overworld-Gegner finde ich halt ein bisschen fragwürdig auch. Oh nein. Das ist doch echt unnötig. Hä? Warum hat er es nicht festgehalten? Das habe ich gesehen, dass der kommt. Deswegen bin ich da wirklich nochmal zurück. Habe ich da nochmal zurückgezogen. Ich hasse diese Stangen, Leute. Ich hasse sie einfach, weil man jedes Mal sich da so festkrallen muss dran, damit hier irgendwas geht. Oh, ich bin geneigt, eine Eisblume zu nehmen. Wirklich, weil das regt mich an. Na, warte mal, probieren das nochmal zu timen. Ach komm, ich finde das unnötig, diese Overworld-Gegner. Und ich werde den Part nicht deswegen kürzer machen. Deswegen kürzer machen, weil diese Overworld-Gegner sich geil fühlen. Oh, das ist unnötig, Leute. Das ist gerade wieder mal mehr schlecht als recht. So, das haben wir geschafft. Ich bin wieder. Jo, ich lasse das einfach mal unkommentiert stehen, weil ich nichts von diesen Overworld-Gegnern halte, in keinster Weise. Und zumindest von diesen, die dauernd respawnen, da kann man sich zwar wunderbar Pilze farmen, aber dass man halt jedes Mal dann gegen sie kämpfen muss, das sind. Boah, nee. Gut, dann kommen wir jetzt hier zum Tower und mal gucken, steigt die Lava bis jetzt noch nicht? Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier noch eingebaut wird. Wie gesagt, an diesen Tower habe ich keine Erinnerung, also. Nee, ich sag, ich habe keinen, weil. Dass ich wenig habe, entspricht einfach nicht der Wahrheit. Ich habe hier wirklich keine Erinnerung dran. Außer, dass es gerade sehr knapp war. So gestorben fast. Nice reaction, so Hashtag. So fast gestorben, NSMB. Oh, das wäre ein Material für Best-of. Ach komm, treff mich halt, wenn du Bock hast. Wo geht's lang? Na, da geht's auf der anderen Seite lang, ihr Schlawiner. Also wenn man zumindest 100% spielen möchte.
Da geht's hier in diese Tür rein, da vermute ich wieder Asoziales. Ach doch nicht. Dass ich nur das One-Up bekomme, das war klar. Ah, dieser Drehblock, der können, den könnten wir eventuell dann mal nutzen, wenn... wenn es mal brenzlig wird. Oh, fuck. Beispiel jetzt. Okay, ich glaube, die andere Seite... Nein, obwohl die andere Seite ist auch nicht wirklich einfacher. Außer, dass man... Nein, die andere Seite ist wirklich... ist schon einfacher. Die ist nicht nur... Alter, geht's da hoch? Mario! Hey, ist da unten das... Nein, da wird kein Power-Up-Respawn sein. Das wäre mir komplett neu, dass ein Power-Up-Respawn... Und die andere Seite ist einfacher hier. Das Power-Up ist nicht wert auf gut Deutsch, weil hier kann man einfach mit der Flamme mitgehen. Im richtigen Moment, wenn ihr versteht, wie ich es meine. So, jetzt, wann kommt der hier? Jetzt. Wann erscheint er? Entschuldigt bitte, liebe Kindergartenkinder. Ich wollte nicht kommen sagen. Da drüben können es Darkcoin sein, auf der rechten Seite. Das ist nämlich wesentlich schwieriger zu erreichen. Naja, obwohl, das ist der reguläre Weg. Da in den unteren Welten wäre deine Starcoin positioniert gewesen, in der oberen Welten ist es regulär, ist es der reguläre Weg. Oh fuck. Ich muss natürlich auch immer aufpassen, dass man sich hier nicht eindrücken lässt in der Seite. Das kommt nämlich nicht ganz so gut. So. Hier, wie gesagt, diesen Drehsprung finde ich toll, also den hier. Hier besonders aufpassen. Immer auf die Münzen achten, die sind euer treuster Freund. In jeder Situation, das Geld wird euch immer helfen. Ich probiere das jetzt auch gar nicht in einem Schwung zu machen, weil das ist sowas von unnötig, deswegen dann zu sterben. Wenn man sich hier einfach nur geil fühlt und meint, ich schaff das in einem Rutsch und dann schafft man es nicht und dann hat man nachher nur wieder Scherereien. Oh, da ist noch eine Tür, die habe ich vermutet, weil da die Wand eben wieder so komisch grün gefärbt war. Und holy crap. Was das Gemeine an dieser Starcoin ist, ist, dass diese Strähle sich hier gegensätzlich bewegen. Das Power-Up, darauf werde ich später zurückgreifen. Oder am besten gar nicht, weil sonst werde ich nur wieder getroffen. Das macht man keinen Gewinn mit. Hätte ich direkt nehmen sollen, aber nun ja. Die Halbzeit ist sowieso im Wesentlichen relevanter, da ist Starcoin Nummer 3, lol. Ah, die hätte ich noch holen, sondern ich muss jetzt jedes Mal neue holen. Och, nö. Was schwer's nicht, ist ja nicht wirklich, wenn man weiß halt wie. Wenn man halt weiß wie, nicht wenn man weiß halt wie. Meister Ryota ich nicht sein. Ah, ich weiß genau warum. Der Bossfight hier scheint ja von den Entwicklern als besonders schwierig offenbar angesehen zu werden. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil ich erinnere mich, dass jetzt hier die Passage bis zum Boss doch relativ kurz ist. Finde ich prinzipiell nicht verkehrt, also im Gegenteil, da bin ich ja... Das ist ja für mich einer der größten Pro-Argumente der DKC-Serie, dass man hier wirklich vorm... dass man da den Boss sozusagen alleinstehend hat. Und ja, somit hätten wir 3 Starcoins. Wenn wir den Boss jetzt besiegen, wie lange wäre denn dann der Part? Okay, das wird auch... Von der Partlänge würdest du, Kamek, wenn du dich jetzt besiegen lässt im First Try, dann wärst du sehr kooperativ für alle Beteiligten, das fände ich gut. Weiß nicht, wie du dazu stehst, aber... Ja, Kamek verwandelt hier halt... Muss halt hier Kamek immer abfangen, wenn er einen Zauber wirken möchte. Hä? Lol, Betrug. Ah, da ist ein Koopa gespawnt. Oh, ein Steinblock, uiuiui. Das Problem ist halt, der wirkt gerade im Moment, den Zauber immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten für mich.
weil ich da ihn nicht treffen kann in dem Moment. Sollte ich eigentlich eine relativ gute Position haben. Hier an der Stelle, aber das hier ist eine Scheißposition, ehrlich gesagt. Der kann die auch hier sprengen, also hier ist alles instabil in dem Level. Nein! Und hat mir den Boden oder den Füßen weggezogen. Das ist eben das, was bei dem Boss da schwierig ist, dass er einen wirklich... Ich konnte jetzt nichts mehr machen, weil ich schon runtergesprungen war. Ich werde jetzt hier mal ein klein bisschen... nicht cheaten, aber ich werde es mir einfach machen, indem ich einfach klein bleibe. Dann kann ich hier die Starcoin einfacher holen. Nämlich so. Einfach nur laufen. So. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, ich kriege hier kein Power-Up mehr. Außer vielleicht da oben, das weiß ich nicht genau. Oder da unten drin, das wäre eine Position für mich, eine gerechte Position für einen Pilz. Ich die hier, das ist die Chance für ein One-Up. Was kein Schwein braucht in der achten Welt, also ich zumindest nicht. Ich weiß ja nicht, ob ihr das für notwendig haltet, in der achten Welt noch Power-Ups zu verteilen, aber... Wer es bis hierhin geschafft hat, das soll dann auch einen ganzen Rest schaffen. Ah, hier kommen wir wieder. Na, das ist nicht so geil. Ja, der Pilz, dass er sich so geil fühlt. Und das ist natürlich hier die Schwierigkeit für mich. Okay, am Bossfight aber weiter konzentriert bleiben, das war jetzt nicht schlecht im letzten Kampf, die Leistung. Noch wurde halt überrascht. Böse. Yeah. Ja, du bist auch cool. Was man halt nur unterlassen sollte, ist ein Fail hier gleich am Anfang. Ja, diese Steinblöcke hat Kamek offenbar besonders gern. Ich weiß nicht, was jetzt gewirkt hat noch für Zauber. Es ist nämlich ein R hier, Kamek übrigens, für die, die es interessiert. Ja, lass mal lieber mal die... Versucht hier natürlich alles zu sprengen, das sollte klar sein. Fuck, das hat mich in die Irre geführt. Stirb! Nimm das, bevor den Zauber wirken kannst, weil wenn er einen Zauber wirkt, dann hat man meistens schon ein kleines Problemchen. Okay, nur links und rechts von mir zerstört das Sachen. Das Gute am Kamek Bossfight ist halt, das ich finde wirklich sehr gut. Ah, da tut sogar Pilze verteilen. Das Gute am Kamek Bossfight, wollte ich gerade noch ausholen, ist, dass man die einfach nicht so wie die anderen Bosse einfach, wenn sie sofort aus dem Panzer rauskommt, sofort wieder draufspringen kann. Das ist hier nicht so, weil er eben direkt sich wegteleportiert. Das geht nicht. Aber wir sehen auch, er gibt noch nicht auf und hat noch ein paar Kleinigkeiten für uns vorbereitet. Wie lang ist der Part? Der ist lang genug, okay. Dann beende ich jetzt den Part hier von NSMBW, auch die Session gleichzeitig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir in Welt 8 hier in der finalen Lava-Welt weitermachen. Bis dann und tschaußen!